Shih Tzu bleibt trotzdem noch bei uns. Eieiei. Es sind noch einige interessante Namen im Topf. Als erstes gezogen wurde Ryko J gegen Japan Belly. So, Mikes habt ihr? Check, check, check. Skö, skö. Okay, Stein, Schere, Papier, wer anfängt? Okay, yeah. Ryko J soll anfangen. Und wir haben hier ein Beat von J-Can. Heißt er J-Can? J-Can. Ich kenne auch J-Can, Alter. Kennst du den noch, so einen Popsänger, Alter? Aber Props gehen raus an den nächsten Beat. Der nächste Beat kommt von J-Can. An alle Producer, schickt eure Instrumentals an beats@toptiertakeover.de, wenn ihr wollt, dass die MCs darauf battlen. So, J-Pain gegen Ryko J. Wer fängt an von euch? Ryko J fängt an. Alle Hände hoch, Berlin. Let's go. Vier Takte Schlagabtausch. Yeah, zwei Hände Minuten. Hände hoch. Oh, nicer Beat, Alter. Mehr Hände, Berlin. Come on, Alter. Ja, 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 ja. Digga, du kassierst heute harte Fäuste. Steck dir das Mikro in den Arsch und lausche deinen Darmgeräuschen. Ah, ja, ey, du siehst aus wie ein voller Spaß. Was hast du denn da mit deinen Haaren gemacht? Ey, ganz cooles Battle, hier wird sehr, sehr einfach. Wer auch immer ihn gezogen hat, danke für die Wildcard. Yeah, leck mal lieber Iron. Was guckst du so behindert? Verstehst du nicht diesen Einklang? Ey, ich glaub, dass du gerade echt spinnst. Was für Iron lecken, Alter, ich trink. Verstehst du? Iron trinkt man immer zu dem Döner. Aber dicker, Alter, du wirst heute auch nicht mehr größer. Verpiss dich, Junge, du brauchst nicht spitten. Auch ohne dieses Shirt bist du später rausgeschnitten. Also bitte, bitte, was willst du mir sagen? Willst du noch mal rappen kommen? Willst du mich auch schlagen? Nein, ey, ich hab keinen Bock, mich zu schlagen. Ich wollte nur ein bisschen rappen, Alter. Was ist das für eine Frage, du Dulli? Geh mal von der Bühne runter oder lutsch mal im Puller. Junge, du rappst wie der allerletzte Motherfucker. Sieht aus wie Till Schweiger bei Manta Manta. Junge, bitte rede nicht mal weiter. Hate bitte nicht mal weiter. Geh zurück zur Qualifikationscypher. Lange, ich bin Ralf Richter von Bang Boom Bang. Kennst du den? Hast du den gecheckt? Ist ein Ruhrpott-Film, komm mal in den Pott. Ich mach dich lang, Alter, danach bist du richtig salopp. Junge, warum der rappen darf, check ich echt nicht. Lachnummer, Stefan Raab. Wie ich jetzt bitte, das ist besser scharf. Hier, halt mich auf, ich stech den ab. Jeder deiner Lines einfach echt verschwendet. Stefan Raab, Digga, ich bin Legende. War doch schon immer so, kannst du Elton fragen. Wollte ich gerade sagen, nix mit Legende. Du bist Praktikant, was bist du? Elton. Halt die Schnauze, geh mal weg, du schlag den Raab. Oder irgendwas anderes, Hauptsache du gehst verhaken. Bruder, wiederhol doch nicht meine Lines. Reim doch einfach mal vielleicht deinen eigenen Scheiß. Oder vielleicht denkst du einfach noch mal kurz nach. Vielleicht laberst du dann auch nicht so einen Quark. Halt die Schnauze, ich nehm deinen Reim. Was ich mit ihm mache, ich mach ihn halt geil. Und was du machst einfach gar nichts. Du bist unsympathisch, wenn du meinen Schwanz bist. Vorbei, Jungs, gebt euch Respekt. Berlin, ein bisschen Applaus für die beiden Jungs. Ihr entscheidet das wieder, wer in die nächste Runde einziehen soll. Angefangen hat Ryko J. Wenn ihr dafür seid, dass Ryko J besser war in diesem Match, dann bitte jetzt Lärm und Hände, Berlin. Wenn ihr sagt, J-Pain war besser und gehört in die nächste Runde, dann jetzt bitte Lärm und Hände für J-Pain. Also guck mal, ich habe ein paar gesehen, die haben die Hände unten gelassen. Bitte, jeder entscheidet sich für einen MC und hebt die Hand. Es gibt keine Stimmenthaltung. Wenn ihr dafür seid, dass Ryko J weiterkommen soll, dann jetzt bitte Lärm und Hände. Wenn ihr dafür seid, dass J-Pain weiterkommen soll, dann jetzt bitte Lärm und Hände. Herzlich willkommen in der nächsten Runde, J-Pain. Danke, Berlin, danke. J-Pain gegen Ryko J. J-Pain kenne ich jetzt auch schon von einigen Matches in unserem Freestyle-Format bei Top Tier Takeover. Ryko J, dich habe ich persönlich noch nicht gesehen. Bist heute bei uns auf die Bühne gesteppt. Von Anfang an hatte ich das Gefühl, dass J-Pain sehr, sehr wach war, zugehört hat, gekontert hat und du kamst nicht ganz, bist nicht so richtig wach geworden in dem Battle. Was war da los? Ja, lange Fahrt. 5 Stunden, 5,5 Stunden, ne? Da wirst du nicht schnell wach. Ich habe auch zu wenig Bier getrunken für Freestyle eigentlich. War relativ nüchtern. Aber ich fand, in der Mitte bin ich auf jeden Fall ziemlich wach geworden und dann wurde es auch immer schöner eigentlich. Ja. Wie hast du ihn als Gegner empfunden? War es schwer für dich? Er sagt gerade, in der Mitte ging es bei ihm ein bisschen hoch. Wie war das Match für dich? Also für mich auf der Bühne war das ziemlich ausgeglichen, um ehrlich zu sein. Also hätte jetzt das Publikum gesagt, dass er gewonnen hätte, ich hätte es
nicht angezweifelt. Also ich habe mich am Ende gefreut, nicht schon wieder verloren zu haben. Also passt schon. Es wurde ab der Mitte hin dann auf jeden Fall auch knapper so. Checkt das Battle nochmal aus. Ich gucke es mir auch nochmal ganz genau an. Und dann trinken wir beide vielleicht gleich noch ein Bier. Peace.